Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, hier ohne Türe, von Waeco. Das Ding ist keine Ahnung wie alt, geschätzt, müsste ich nachschauen, Baujahr 1995, 96, darum. Und hier ist ein Kompressor BD2,5F drin. Der kann ich gerade wieder schneiden. Wir sehen hier das Tippenschild von diesem Kühlschrank. Der Kunde sagt, er funktioniert nicht mehr. Was habe ich gemacht? Kurz die Elektronik raus, weil man kommt hier viel besser dazu. 12 Volt angeschlossen über ein Netzgerät, hier die Klemme gedrückt. Ja, was habe ich gemacht an diesem Kühlschrank? Ich habe mal bereits die Steuerung rausgenommen. Man kommt hier besser dazu. Hier Plus, Minus angeschlossen. Hier ist Low, High. Das war eine Sonderausführung der Steuerungen. Hier wurde, konnte man den, durch Setzen einer Brücke den Tief, den Unterspannungsschutz tiefer setzen. Da habe ich hier Ventilator. D ist ein Störungssignal und C als Come-Out für den Ventilator und eine Leuchtdiode. Und hier habe ich den Thermostaten. Und hier unter dieser Abdeckung, man sieht es grau, ist eine Sicherung. Das ist hier eine 15 Ampere Sicherung. Ich ersetze die mal durch eine neue. Ob dann der Kühlschrank läuft, aber ich denke nicht. Was sein kann, wenn hier der Thermostat innen drin nicht funktioniert. Nehme ich Klemme C und T weg und mache hier mit dem Schraubenzieher eine Brücke dazwischen, ob der Kompressor startet. Dieser Kompressor startet nicht. Das wäre der zweite Schritt. Einfach Brücke zwischen C und T. Schauen, ob ich hier natürlich 12 Volt drauf habe. Also wenn ich die Spannung nehme, und ich messe hier plus minus. Und wenn du gerade 12 Volt hast auf dem Netzgerät, dann hast du sowieso ein Problem. Thank you.
Ja, ich habe hier die Steuerung schon mal rausgenommen, da passt man besser dazu. Ich habe hier die zwei Anschlüsse Low und High, kann ich den Unterspannungsschutz überbrücken, und hier habe ich den Thermostaten. Wenn jetzt, und hier hinten die Sicherung. Wenn ich natürlich jetzt als erster Schritt mal hier messe, Spannung ist da, 13,6 Volt. Ist okay. Sicherung war defekt. Die kann ich rausgucken, die kann ich natürlich auch hier anschauen, wie die aussieht. Und ich mache die rein, geht immer noch nichts. Ich kann hier C und T eine Brücke machen, geht immer noch nichts. Und jetzt messt mal die Spannung. Ich messe wieder so wie vorher und ich habe eine Spannung von 2 Volt, 5 Volt, je nachdem, wie es gerade hinkommt. Warum ist das so? Ich habe hier ein Netzgerät davor. Dieses Netzgerät bringt 10 Ampere. Ich habe teilweise andere Vorschaltgeräte, die das bringen, die sacken einfach zusammen. Im Alter von diesem Kühlschrank hatte man noch viele Netzgeräte mit Transformator drin. Die sind einfach in die Knie. Die Sicherung hat ja nicht ausgelöst. Es ist hier ein Strom geflossen von ein paar Ampere, aber es hat nicht ausgelöst. Wenn ich jetzt das hier auf eine Batterie hänge, zum Beispiel hier so eine Wemo Lithium-Batterie, und ich nehme das Kabel hier weg und das Kabel hier auch weg und hänge hier Plus, logischerweise auf Plus, und das Minus auf das Minus. Dann gibt es schon mal einen Funken. Und die Sicherung, die hier drin ist, die ist defekt. Das heißt, ich nehme eine neue Sicherung. Ich sehe, die ist ganz. Mach die hier rein. Es funkt. Es blitzt. Und die Sicherung, seht ihr, ist tot. Was kann ich jetzt machen, um diesen Fehler zu beheben? Es gibt noch eine Möglichkeit. Ihr seht, ich habe das schon mal rausgenommen. Wir haben hier unten eigentlich eine Abdeckung. Die schwimmt hier unten noch rum. Die ist auf diesem Stecker drauf, und ich nehme das hier mit dem Schraubenzieher rein und drücke diesen Stecker weg. Hier habe ich einen vierpoligen Stecker drin, und jetzt kann ich den Versuch mit der Sicherung, ich habe die Sicherung, die hier, ich weiß nicht, ob man sieht, ich habe die Sicherung hier wieder ganz. Und ich mache die hier wieder rein. Und was sagt uns das? Ich nehme sie wieder raus. Und die Sicherung ist immer noch ganz. Ja, die Sicherung bleibt ganz, also das heißt, der Kompressor oder die Steuerung ist kaputt. Wir können jetzt den Kompressor durchmessen, ob der ganz ist, und zwar stand der, wenn ich den Kompressor anschaue, so auf einem Eck, also vier Pole. Also wenn ich auf den Kompressor drauf gucke,
hatte ich unten, links, rechts und oben einen Anschluss. Von unten gegen oben auf den Kompressor ist die Messleitung und von unten rechts gegen unten links sind die zwei Laufwicklungen. Wir haben einen Gleichstrommotor. Einen bürstenlosen, elektronisch kommutierten Gleichstrommotor. Ich kann hier auf Ohm gehen, messen, Spannung, ob ich irgendwo einen Durchschlag habe, aufs Gehäuse. Ich kann hier messen. ...0,4 Ohm, das scheint mir ein bisschen wenig, 0,6 Ohm. Der Kompressor schlägt hier durch und hier ist die Steuerung jetzt durch das Betreiben mit dem Netzgerät ein bisschen warm geworden. Also hier sind wir jetzt grenzwertig, soll ich den Kompressor an diesem 25-jährigen Gerät ersetzen oder nicht? Nein, kaufmännisch aufhören. Die gleiche Größe hier ist, mache ich euch einen Link, Ende des Videos, ein WEMO 46. Hat das Aggregat auch extern, steht bei uns bei der Auslieferung oben drauf, man kann es hinten hinhängen. Ja, also wenn ihr so eine Steuerung findet, Sicherung könnt ihr nicht ersetzen, Brücke könnt ihr nicht machen, Spannung habt ihr anliegen und der Kompressor läuft nicht. Vergessen, neuer Kühlschrank, hier oben ein 46er. Diese Kompressoren, die jetzt hier drin sind, die wurden so bis 1997 gefertigt. Also wenn ihr so einen Kühlschrank habt, mit diesem Kompressor, vielleicht eine andere Steuerung. Die Steuerung gab es früher noch größer. Irgendwo mache ich euch einen Link über die Vergangenheit der Kompressoren. Hier hatte ich die Batterie, ich mache es hier unten. Ja. Dieser Kühlschrank ist dann, der Kompressor wurde zwischen 1972 bis etwa 1997 gefertigt, produziert. Die Steuerung ein bisschen länger als Ersatzteil. Zur Info, als ich bei Danfoss in Flensburg, Frankfurt gearbeitet habe, war ich in der Produktion dieser Steuerung. Das soll es gewesen sein. Ich mache euch oben hier einen Link über das gleich große Modell, den 46F. Es gibt auch den 51er, ich suche das Kombi-Video. Und hier über die Batterie und hier über die Geschichte der Kompressoren von Danfoss. Ich wünsche euch einen schönen Tag.